Da stehen 8 Grad. Und im Dezember, kann man sagen, war der Krypto-Boom. Ja, und ich weiß, hinten stand so ein Brabus 6x6, nur mit 4 Rädern, aber da hatte ich jetzt keine Lust hinzufahren. Guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es blendend bei diesem wunderschönen Wetter, auch wenn es ein bisschen kalt ist, Mann. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt nur einen Hoodie trage und nicht eine Jacke wie gestern. Aber es ist ein bisschen unangenehm aktuell. Zumindest im Schatten, in der Sonne geht schon voll klar. So, worüber können wir denn heute reden? Wie wäre es mit dem Thema neues Motorrad? Kommt neues Motorrad? Wann kommt neues Motorrad? Welches Bike wird's? Bla 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 bla. So, fangen wir erstmal mit dem ganz simplen an. Es wird sehr wahrscheinlich eine Gixxer, weil eine Gixxer halt wirklich unschlagbar ist, was Preis-Leistung angeht. Kommen wir zum Thema, wann kommt das Bike? Nicht bevor ich meinen A-Schein gemacht habe. Wann habe ich meinen A-Schein? Digga, was weiß ich, dann wenn Fahrschulen wieder aufmachen. So, das ist ganz simpel erklärt, jetzt ein bisschen komplizierter erklärt, wann das Bike kommt. Ich kann nicht sagen, ob es dieses Jahr kommen wird. Das hat einen ganz einfachen Grund. Mein ursprünglicher Plan war es, ich habe ein bisschen Geld zur Seite gelegt gehabt für das Motorrad. Und ich habe damals vor, schieß mich tot, 1,5 Jahren sowas, habe ich in Bitcoins investiert, als der Kurs ziemlich gut war. Und mein Plan war es dann, verkaufst halt einfach die Bitcoins und das Geld, was du angespart hast, und zusammen hast du ja ein ganz nettes Budget eigentlich für ein Motorrad. Und der Plan stand auch über Jahre. Als dann die Winterpause kam, ist der Plan immer noch gleich geblieben. Digga, du verkaufst einfach deine Bitcoins, der Kurs ist gerade so stabil, plus du hast ja Gewinn gemacht an den Bitcoins. Gibt keinen Sinn, sie nicht zu verkaufen. Wenn der Kurs so stabil bleibt, kaufst du sie einfach später wieder zurück. Ja, wenn der Kurs so stabil geblieben wäre, ne? Und bevor wir mit diesem Thema jetzt übrigens weitermachen, ich bin kein Finanzberater oder ähnliches. Ich kann euch nicht erzählen, wie ihr euer Geld maximiert, digitalisiert oder skaliert. Das darf ich wahrscheinlich auch gar nicht. Ich kann euch nicht sagen, was ihr finanzieren sollt. Ich kann euch nicht sagen, was gut ist, was schlecht ist. Ich kann euch nur erzählen, was ich gemacht habe. Wenn ihr Leute braucht, die euch sagen, wie ihr euer Geld maximiert, skaliert, digitalisiert und weiß ich nicht, was machen sollt, klickt einfach den ersten Link in der Beschreibung, dann kommt ihr auf die Seite von Sein Name muss ich wahrscheinlich jetzt rauspiepen, weil wir schon einmal Ärger mit diesem netten Herrn haben. Oder geht einfach in die Gruppe. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Nehmt euch das nicht zu Herzen, was ich euch jetzt... Da stehen 3R8 Grad. What the f***? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich kann euch nicht sagen, wie ihr euer Geld investieren sollt, um möglichst so einen Gewinn auszuschlagen. Wenn ihr das tut, was ich gemacht habe, ist gut möglich, dass euer gesamtes Geld weg sein wird, weil es halt ein ultra volatiler Markt ist. Ich hatte einfach Glück. Vielleicht mehr Glück als Verstand. Mehr kann ich zu dem Thema jetzt, glaube ich, nicht sagen, ohne mich wahrscheinlich strafbar zu machen. Auf jeden Fall, ich habe damals in Bitcoin investiert, als der Kurs vierstellig, ich glaube, so bei 5.000 ungefähr lag. Als der Kurs dann fast ein Jahr lang auf 12.000 war, dachte ich mir, komm, hast dein Geld verdoppelt, lässt dir das jetzt ausbezahlen und hast dann halt schönes Budget für ein Motorrad. Machen wir das im Frühling dann, weil warum sollen wir jetzt ausbezahlen? Natürlich, wenn der Kurs sinkt, ist es nicht so gut, aber mein Gott, wird schon nicht passieren, ne? Dann kam Dezember. Und im Dezember, kann man sagen, war der Krypto-Boom, weil auf einmal jede Währung oder zumindest die größeren Währungen explodiert sind. Was für mich natürlich vorteilhaft war, weil ich zu einem extremst geringen Kurs gekauft habe. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt solltest du es rechtlich verkaufen, weil es gerade brutal im Hype ist. Aber hey, sparst einfach ein bisschen mehr jeden Monat, dann hast du auch genug für ein Bike. Joa, dann kam Ende Januar, Anfang Februar, als es einfach nicht aufgehört hat zu steigen. Und da hat der kleine Daniel sich gedacht, weißt du was? Bis ich mir mein Bike kaufe, bis ich eigentlich meinen Führerschein habe, bis das alles wieder so weit ist, dass es sich lohnt, ein Bike zu kaufen, werden auch Monate vergehen. Wie wäre es hiermit? Ich nehme die Hälfte meines Ersparten und balle alles in Bitcoin rein. Mit dem Hintergedanken, wenn es so weit ist, dass ich mir ein Bike kaufe, könnte ich ja das investierte Geld wieder auszahlen und alles, was plus gemacht wurde, lasse ich halt weiter in Bitcoins drauf, damit es hoffentlich weiter ansteigt. Ja, das ist jetzt 4 Tage her und in diesen 4 Tagen... habe ich 10% Gewinn bis jetzt gemacht. Und da habe ich jetzt eher nicht so viel Bock, Geld auszuzahlen, wenn es eh schon so viel Gewinn macht. Aber mal schauen, wenn es soweit ist, ob ich mir ein Bike kaufe, wie ich es mir kaufe, wie das weitergeht, muss ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Aktuell aber ist die Situation ein bisschen schwer, weil halt ich mein Geld sozusagen, wenn ich sage, ich will es nicht wegschmeißen, klingt es halt dumm, aber es auf Konto zu lassen, ist halt für mich
Wie gesagt, wieder nur für mich, nicht auf irgendjemand anderen bezogen, das ist nur auf mich bezogen, ist es nicht lukrativ. Wie ihr seht, die Situation ist gerade ein bisschen kompliziert. Ich will halt nicht mein Geld da rausziehen, weil es halt aktuell wirklich noch extremst im Steigen ist und ich ja rein theoretisch dadurch Geld verlieren würde, wenn ich es jetzt ausbezahle. Könnte aber auch genauso gut sein, dass morgen der Bitcoin abstürzt und ich mein gesamtes Geld verliere. Deswegen, Kinders, ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Ich glaube, das muss ich rechtlich alles so sagen. Ja, ich glaube, es kommt hin. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber YouTube, das ist jetzt das Thema zum Bike. Ist gut möglich, dass dieses kleine Schätzchen uns hier noch eine ganze Saison begleiten wird. Ich glaube, ich muss nicht bald tanken gehen. Hört sich. Ich habe mir zu dagegen geklopft, als ob ich irgendeinen Plan hätte. Ich denke, ich habe keine Ahnung, wie sich die anhört, wenn es leer ist, wenn es voll ist. Ihr fährt gleich, glaube ich, die Sicherheitskonferenz durch. Weil sie in der Stadt war, habe ich die auch schon gesehen. Die sind da, da ist so eine Kolonne gefahren. Da stand, bitte nicht überholen, was weiß ich. Jetzt wird hier die Polizei. Die stand auch in der Stadt, wo ich war und haben halt Straßen abgesperrt. Vielleicht sehen wir die noch auf Video. Boah, seht ihr da vorne den alten Mustang? Oh, jetzt sieht man ihn nicht mehr so gut. Maschallah, Digga, mit Hakenzeichen. Boah, es riecht gerade voll nach Döner, aber ich habe schon sowas gegessen, ich habe gar keinen Hunger. Das ist ein Giulia, ist auch ein extrem schönes Auto. Das einzige Problem ist, dass es halt ein Alpha. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass Alphas bekannt sind für ihren Ruf, dass die Motoren gut sind. Ja, so viel zu, vielleicht sehen wir die Kolonne. Digga, wie langsam bewegen die sich denn bitte durch die Stadt? Außer, das war gar keine Abstellung für eine Kolonne, sondern, was weiß ich, Polizisten wollten einfach einen rauchen. Könnt ihr aus? Naja, YouTube. Da es jetzt auch keine Kolonne mehr zu sehen gibt oder so, beendet mal einfach das Video. Ich habe alles erzählt, was ich sagen wollte. Wann hat der Giulia mich bitte überholt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, da ist ein Urus. Der ist mir auch fast gar nicht aufgefallen. Der Geist ist laut. Da ist schon wieder ein alter Mustang. Was geht denn ab? YouTube, jetzt werde ich aber wirklich das Video. Ich wollte schon 10-mal beenden und habe es nicht geschafft. Digga, jetzt fährt ein Ferrari vorbei. Mann, kann ich nicht einfach ein Outro machen? So. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß, war ein ziemlich kurzes und ziemlich wenig informatives Video. Ich habe nur eigentlich erwähnt, dass ich Bitcoins gekauft habe. Was ihr nicht tun solltet, weil ich kein Finanzexperte bin und euch keine Finanztipps geben darf. Wobei, bevor ich zu Ende mache, wir fahren noch einmal durch die Maximilianstraße. Weil das gehört einfach zum guten Ton. Maschallah. Ah, da steht ein Huracan. Hat sich ja gelohnt, hierher zu fahren. Wow, Huracan, Spider, sogar der neue ist das, ne? Ja, Evo. Ja, und ich weiß, hinten stand so ein Brabo 6x6, nur mit 4 Rädern, aber da hatte ich jetzt keine Lust hinzufahren. YouTube, wir müssen es packen, yalla! Oh ne, jetzt steht da, was ist das, Digga? Digga, so ein alter Ferrari. Alles klar, Ferrari GTO. Und da ist Z1. Junge! So, YouTube, pack mal's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, macht 5 Fake-Accounts, tut mit denen genau das gleiche. Wir sehen uns beim nächsten Mal, da wird irgendein anderes Thema dran sein, ich weiß nicht genau welches. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal, tschüsseli und yalla.